Hallo, ich bin der Christian Freisleben. Ich arbeite an der Fachhochschule St. Pölten und bin da mit dem Josef Buchner von der PH Niederösterreich gemeinsam verantwortlich für die Vorbereitung und Umsetzung der Konferenz Inverted Classroom and Beyond am 20. und 21. Februar an der Fachhochschule St. Pölten. Und ich habe jetzt hier einen unserer Inputgeber da, den Herrn Weyers, und ich bitte Sie, dass Sie sich vorstellen. Ja, mein Name ist Stefan Weyers. Ich bin Professor für Mathematik und Didaktik an der Technischen Hochschule Mittelhessen, also einer Fachhochschule, Standort Gießen. Und ich beschäftige mich vor allen Dingen damit, neue Lehrmethoden auszuprobieren, selbst in meinen Veranstaltungen. Also das Gruppenpuzzle habe ich zum Beispiel ausprobiert, Peer Review, Mathe-Labor haben wir eingerichtet, aber eben auch Inverted Classroom habe ich ausprobiert. Sehr schön. Gut, dann beginnen wir wie immer in dieser Videoreihe mit einem kurzen Word-Wrap. Das größte Potenzial vom Inverted Classroom-Modell ist für Sie? Das kontinuierliche Lernen. Wunderbar. Eine Person, ein Lehrender, eine Lehrende, die mit dem Inverted Classroom-Modell beginnen will, der würden Sie empfehlen? Gute Lernmaterialien zu haben. Sehr schön. Eine oft zu hörende positive Rückmeldung von Lernenden zum ICM ist? Dass es lebendiger ist, mehr Spaß macht. Ja. Am stärksten merken Sie selber im Lernen Veränderungen, woran? An der aktiven Beteiligung im Plenum. Ja, genau. Ihr persönliches ICM-Motto ist daher, und das darf auch ein Satz sein. So ein Slogan, der über eine Werbeentschaltung fürs Inverted Classroom stellen würde, in einem wunderbaren Werbespot. Dann wäre Ihr Slogan Activity First. Ja, wunderbar. Und bei der Konferenz freuen Sie sich auf? Interessante Diskussion mit den Teilnehmern und vielleicht hoffentlich auch Input für mich. Ja, wunderbar. Gut, was werden Sie bei der Konferenz inhaltlich einbringen? Ja, ich habe Inverted Classroom in Kombination mit einer Gamifizierung, also einem Punktesystem eingeführt in einer Statistikvorlesung und einer Großveranstaltung und habe da insbesondere eben kompetitive Elemente mit sozialen Elementen, also wo man sozusagen gemeinsam versucht, irgendwas zu schaffen, kombiniert. Soll ich noch genauer oder reicht das? Nein, das klingt voll spannend. Und was hat das jetzt mit Inverted Classroom zu tun? Wie gesagt, ich habe das noch zusätzlich eingesetzt, um die Vorbereitung, also sozusagen noch zusätzlich noch einen Anreiz zu geben, sich vorzubereiten fürs Plenum. Zum Beispiel wurde jedes Mal ein Test geschrieben, da musste man sich doch vorbereiten. Ja. Und funktioniert dieser Anreiz? Das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Also gefühlsmäßig waren die Leute besser vorbereitet. Sie haben auch gesagt in einem Fragebogen, dass also die meisten haben gesagt, dass sie sich dadurch mehr vorbereitet haben, als sie es sonst getan hätten. Und die Aktie und die, ja. Ja, okay. Spannend, also was mich selber auch, weil ich ja auch so mit Improvisationsmethoden arbeite, wo ich manchmal so ein bisschen dran hänge, ist so dieses freie Element des Spielens und gleichzeitig so die Verpflichtung. Ja, und dass das manchmal so ein bisschen reibt. Also wie geht Gamification auch dazu mit einem Punkte-Dings? Was Spaß macht. Und dann kommt dann doch dieser Moment, wo ich merke, okay, es geht um mehr, als dass ich halt von da nach da gehe, sondern da geht es zum Beispiel auch um eine Note. Wie ist dieser Widerspruch? Wie erleben Sie den? Also es wird unterschieden zwischen Gamification, wo man quasi so also Elemente aus Spielen einbringt in die Lehre, also sowas zum Beispiel wie Leistungsanreize, Level, Punkte. Und sowas. Und tatsächlich so Game-Based Learning, also da wird ein Unterschied gemacht, wo man tatsächlich Spiele einbringt oder tatsächlich auch so das Ganze in so eine Geschichte einbindet oder so. Ich habe tatsächlich mehr so dieses Punktesystem nur gemacht, also den Gamification-Teil.
Und ja, das Spiel war dann eher so, dass man eben zusammen versucht hat, zum Beispiel irgendwas zu schaffen, also zum Beispiel so und so viele Beiträge im Forum zu schaffen bis da und dahin, um dann was zu schaffen, den Taschenrechner erlaubt in der Klausur oder so. Das war dann so das spielerische Element und ich habe dann, naja, der Aufbau der Seite war, der Moodle-Seite, der war halt auch eher spielerisch mit irgendwelchen Bildchen und so weiter und ja, ich habe dann auch versucht, immer ab und zu mal motivierende E-Mails zu schreiben an die Leute. So, wir haben es gleich geschafft und sowas. Ansonsten, ja, es ist natürlich nicht so richtig spielerisch gewesen. Also, sondern natürlich vor allen Dingen ein Anreizsystem. Okay, sehr interessant. Und jetzt vor Ort bei der Konferenz, werden Sie das wie zugänglich machen, die Ergebnisse aus Ihrem Tun? Ja, ich habe jetzt verstanden, es gibt, ich habe 3x12 Minuten Zeit, um da was mit den Teilnehmern zu machen. Und ich habe da sozusagen eine 3 verschiedene Themen gesucht. Das eine ist, dass ich einmal die Frage diskutieren will, wie hat das System, also jetzt konkret bei mir, funktioniert? Mhm. Was hat gut geklappt, was hat schlecht geklappt, was kann man noch verbessern? Da hoffe ich natürlich auch auf Input von den anderen Teilnehmern. Dann wollte ich konkret im zweiten Block sozusagen auf das Thema kontinuierliches Lernen eingehen. Ja. Hat Gamification das kontinuierliche Lernen verbessert? Ja, nein. Ja. Und Daten dazu. Und dann im dritten Block darauf einzugehen, ob dieses Punktesystem die intrinsische Motivation verringert. Ne? Das ist so ein spezielles Thema, auf das man ja kommen könnte. Und ich will dann halt immer so Daten und Fakten aus meiner Vorlesung geben. Ich habe ja immer Fragebögen gemacht und jede Menge Daten erhoben. Aber auch dann mit den Teilnehmern diskutieren natürlich darüber. Ja, wunderbar. Das wird ein ganz ein toller Beitrag zum Knowledge Café, auf den wir uns schon sehr freuen bei der Konferenz. Also morgen noch anmelden. Also Herr Weyers, ich freue mich schon sehr auf diesen Beitrag bei der Konferenz. Vielen Dank.